Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist 2 in Rattlesnake Springs. Und ich hatte letzte Folge gesagt, ich mache mich mal schlau wegen einer, wegen einem Aufstand, einem Riot, einer Gefängnisübernahme. Also in The Escapist 1 ging das. Und ich schätze, dass es hier auch gehen wird. Das Problem, was ich hier momentan sehe, ist die Tatsache, dass wir einen Arsch voll Wachen haben, aber nur extrem wenig Mitstreiter, nenne ich es jetzt mal. Deswegen, das ist... Ich hätte Bock dazu. Ich hätte wirklich Bock dazu. Die Frage ist, schaffe ich das? Das ist wirklich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Also, wenn das Verhältnis etwas ausgeglichener ist, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Vermute ich. Weil, was bräuchte ich dafür? Ich bräuchte Waffen. Ich bräuchte meine Inmates, also meine Mitinsassen. Die müsste ich quasi auf meine Seite bringen und dann müsste ich sie vielleicht noch mit Waffen ausstatten. Sehe ich jetzt persönlich nicht unbedingt als Problem an. Bei The Escapist 1 hat das so funktioniert. Hey, da hat Kleber. Man macht halt einen Aufstand, fängt an, die Leute zu verprügeln und dann, ja, dann war es das eigentlich. Irgendwann, wenn man genug Leute vertrimmt hat vom Personal und sie am besten noch gefesselt hat, weil das ist wichtig, weil sonst können die aufwachen irgendwann, dann macht irgendwann der Chef einfach das Gefängnis auf. Man schnappt sich am besten eine Wache als Geisel und macht sich vom Acker. Das ist relativ easy gemacht. Und finde ich, ist auch eigentlich eine ganz coole Methode, hier auszubrechen. Was ich jetzt gerne mal ausprobieren möchte, das mache ich jetzt einfach mal. Ich hau die Alte mal. Jo. Ich habe es mir fast gedacht. Scheiße. Das ist ein Problem. Wir haben Scharfschützen. Wir haben einen Arsch voll Scharfschützen. Das heißt für mich jetzt leider gerade mal, die Variante fällt flach. Weil wir können gar nicht so schnell alle Wachen hier ausschalten, außer wir machen es drinnen. Die Frage ist halt, kriege ich die alle da reingelockt? So, warte mal, ich will mal kurz was gucken, was passiert, wenn ich das hier drinnen mache. Also mit diesem neuen Kampfsystem ist das, ehrlich gesagt, eine ziemlich easy Sache. Verdächtiger in Sicht. Okay. Also das war eigentlich eine ganze ganz in Ordnung, muss ich sagen. Weil, sorry, dass ich gerade so still war, aber das war jetzt mal ein Testlauf, ich muss mich konzentrieren. So. Ich bin zurück in meiner Zelle. Wir werden jetzt eingeschlossen. Oh fuck, bitte, bitte, bitte. Durchsucht jetzt nicht meine Zelle. Das wäre jetzt echt der Obergau. Okay, das war's jetzt. Oder wie sehe ich das gerade? Tatsächlich war's das. Meine Heat ist wieder, oder mein Fahndungslevel ist auch komplett runter. Mein Heat ist runter. Da
Das ist ja praktisch. Okay, wir haben gerade ziemlich viel gelernt. Cool. Ziemlich cool. Muss jetzt gleich nochmal in meine Zelle und gucken, ob alles noch da ist. Aber das ist doch, ja, in meinem Kopf reift gerade ein Plan heran. Mein Köpfchen reift gerade ein Plan heran. Nichtsdestotrotz werde ich trotzdem meine Schaufel benutzen, weil ich Lagerplatz brauche, schlicht und ergreifend. Wir werden hier ein... Warte mal, was ich mal ausprobieren möchte. Ich lasse den mal da stehen, ich will gucken, ob die den umräumen. Ich brauche Lagerplatz und dafür passt das eigentlich ganz gut. Dann kann ich hier schon mal rausgraben und wenn das mit der Riot nicht so ganz funktioniert, dann können wir das immer noch machen. Was brauche ich? Ich brauche Ausrüstung für Waffen. Wie mache ich zum Beispiel Nunchucks? Nunchucks sind somit die besten Waffen im Spiel. Oder die Peitsche ist halt auch geil. Wo sind die? Alter, es gibt auch Speere. Was zur Hölle? Da brauche ich einen Stock für oder ein Billardkühl, vermute ich mal, dass das sein soll. Wo sind die Nunchucks? Wo sind die? Nunchucks, da. Ach, so easy. Holz, Holz, Draht. Draht habe ich, Holz habe ich auch. Okay. Ach, warte mal. Ich nehme das Draht mal mit. Oder den Draht, Entschuldigung. Weil, wenn wir das wirklich durchziehen wollen, brauchen unsere Mitstreiter auf jeden Fall auch gute Ausrüstung. Ja. Das mit dem Tischlereijob, ich glaube, das lasse ich einfach mal. Ich bin gerade ein bisschen perplex, muss ich sagen. In mir reift gerade ein neuer Plan statt Graben. Und da habe ich ziemlich Bock drauf, muss ich sagen. Ja, finde ich voll gut. Ich finde gepolsterte Häftlingskleidung für Billard. Mir sprießen gerade alle möglichen Ideen in den Kopf. Wir brauchen eine Rüstung. Also es gibt ja eine Rüstung quasi in dem Spiel. Wir brauchen Waffen, wir brauchen bessere Freunde. Wir brauchen so viel Zeug. Warum habe ich die Schachtel mitgenommen, verdammt? Keine Ahnung. Was könnten wir noch alles gebrauchen? Wer von euch ist Billard? So, hier, viel Spaß damit. Was gibt's als nächstes? Verlorenes Eigentum. Aye, Sir. Das Einzige, was mir halt wirklich Gedanken machen, sind die Scharfschützen. Wobei ich, warte mal, ich werde gleich nochmal was ausprobieren. Das nehmen wir auch alles mal mit. Wenn das korrekt ist, was ich gelesen habe, ist es so, wenn ich mir eine Wache mitnehme, quasi, als Geisel, dann werde ich nicht beschossen. Weiß nicht, ob das stimmt, aber wir werden es gleich mal testen. Hier, viel Spaß damit. Packesel, hübsches Gemälde. Liefere hübsches Gemälde an Billard. Ich nenne jetzt Billard, auch wenn er Billiard heißt. Nein, das ist falsch.
Warum wurde mir das gerade hier angezeigt? Kann mir das jemand verraten? Ist das irgendwie nicht ein bisschen komisch? So. Perfekt. Warte mal, jetzt habe ich doch, glaube ich, schon 3 Stützen. Ja, also nicht 3, aber ich habe Material für eine Stütze. Perfekt. Hier könnten wir mal... Was können wir mal ablegen? Ach, die Banane. Was will ich mit einer Banane und einem scheiß Mob? Ohne Witz. Braucht doch kein Mensch. Was ich jetzt nochmal kurz machen werde. Ich glaube, von ein paar Leuten die Decken. Damit ich heute Nacht hier in Ruhe graben kann, ohne dass es jemandem auffällt. Ich hoffe, dass die mir keiner wegnimmt. Das wäre schade. So, wir haben geduscht. Ganz, ganz toll. Wir machen noch ein bisschen Fitness. Damit ich einfach ein bisschen schneller wegrennen kann. So, wundervoll. Nochmal duschen. Also machen wir noch ein bisschen Fitness. Und den Kollegen da oben fragen wir gleich mal, was er noch so für einen Job hat für uns. Ne, nicht du, du. Ich soll Klopapier aus einem Schreibtisch holen. Das werde ich jetzt gerade noch hinkriegen. Warum ist die Klopapierrolle am Arsch der Welt? Wie soll ich denn da hinkommen? Oh, da muss ich so einen riesen Umweg gehen, ey. Na gut. Was tut man nicht alles für seine Kameraden? So. Ach, aber die haben neue Jobs. Neue Gefallen. Ich soll eine Rasierklinge für dich holen. Dosenlimo. So. Können wir alles schnell machen. Dauert auch nicht lang. So, also der hier kriegt erstmal was geliefert, glaube ich. So, ich nehme das mit. Ja, ja, ja. Ist ja okay. Ich will ja nichts machen. Dosenlimonade ist durch. Ah, warte mal. Bevor ich irgendwas mache, haue ich jetzt einen von dem Wachen um. Und nehme den mal mit raus. Autsch. So. Ich nehme dich mal kurz mit. Es fällt hier irgendwie keinem auf. Das ist nicht so gut. Scheiße. Okay, ja. Die haben mich... Kuckuck. 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 Autsch. Ach komm. Ja, ja. Haut mich nur um. Ihr Schlingel. Geht doch.
Okay, also das funktioniert nicht. Das finde ich nicht so gut. Was? Wie soll... Also jetzt bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen... Das hat mich jetzt gerade so ein bisschen zurückgeworfen in meine Euphorie. Weil, wie soll ich das jetzt machen? Ich kann ja keinen Fuß vor die Tür setzen, ohne abgeknallt zu werden. Das wird vermutlich halt erstmal nur bei einem Gefängnis klappen, wo man auch keine Tür mehr hat. So. Wie gut findest du mich jetzt eigentlich? 100. Ja. Bin ich gut. Mein Zeug liegt noch da, das ist gut. Jetzt ist nur noch die Frage, kann ich heute Nacht ein bisschen ungestört graben oder rastet einer aus? Was macht mein Zelleninsasse? Verpetzt der Penner mich? Ich weiß es nicht. So, wir gucken jetzt gleich mal, ob jemand vielleicht noch was angefallen hat. Na, das mit der Wärterkleidung weiß ich nicht. Falsche Blume herstellen, weiß ich nicht, wie es geht. Manikürenset. Wo ist denn falsche Blume zum Beispiel? Was ist denn das hier eigentlich? Eine Kerze, okay. Das ist eine Topfpflanze. Falsche Blume. Oh, voll süß. Dübel, ein Stift. Stift habe ich noch gar nicht gesehen. Und ein Blatt Papier. Was ist denn das hier eigentlich? Besucherset. Okay. Was ist das Maniküre-Set? Also für mich hört sich das eher so nach einem Wort nach... Ja, wie nenne ich das? Ausbruchsutensilien an Maniküre-Set. Weißt du, so eine Feile und so. Vielleicht noch irgendwas anderes. Mein Hals ist gerade ein bisschen trocken. Hüstel, Hüstel. So, jetzt kommt der Kerl zu mir. Was machst du? Er guckt bei dem rein. Ich warte. Okay. Nix. Schlafen. Hier wird noch nicht gepennt. So, das ist jetzt alles soweit okay. Wir brauchen mein Schäufelchen. Legen wir mal los. Boah, ist der Boden hart, ey. Die arme Schaufel. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Alter, 10% ist doch nicht euer Ernst. Okay, da hatte ich verdammt nochmal Glück. Da unten geht's also auf jeden Fall weiter. Wir müssen auf jeden Fall unsere Schaufel reparieren in der nächsten Folge. Stabile Schaufel, dafür brauche ich nochmal ein Eisenblatt. Ja. Cool. Nö, aber ich bin zufrieden, ehrlich gesagt, mit dem Tag. Wir haben eventuell eine neue Idee, da müssen wir mal gucken, ob wir das umsetzen. Die Scharfschützen machen mir extrem Gedanken. Da weiß ich noch nicht, wie ich mit umgehen soll. Müssen wir mal schauen. Einmal kurz die Schaufel weg. Den Dreck müssen wir irgendwie wegschaffen. Schauen wir mal. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, liebe Freunde. Tschüssi.